Oh, wo kommst du denn her? Wahnsinn, wo bist du denn her? Was denn hier? Wo bist du hier gewesen? Was ist das? Freimark? Ja, Jungs, was hast du da gemacht? Das ist ja eine Kaschemme hier, sag ich ja. Lecko, fang ich. Erzähl, was ist los? Jungs, Was hast du denn da? Ja, ey, das ist eine allergrößte. Halt mal die Tüte. Halt mal die Tüte in die Kamera. Ja, hallo. Bitte sehen, was da los ist. Ja, das ist los. Da gehst du einkaufen. Nee, normal nicht. Ich wollte das ausprobieren. Was hast du denn ausprobiert? Ey, Jungs, Lecko, Fanny. Schau mal hier, T-Shirts geholt. Du bist ja nicht, was der Lappe kostet. Was kostet der Lappe? Der Lappe kostet 2 Euro. Dürre wie ein Currywurst. Also immerhin der Bundesadler drauf. Ja, das kannst du schenken. Hör mal, das Bild, das ist ein Currywurst mit Frittedüre. Das ist ja nicht normal hier, ne? Der kann das putzen, aber kann ich das Auto mit polieren. Oder durch das Öl mit kontrollieren. Da musst du dir mal. Hör zu, aber kriegst du einen Anzug für 10 Euro. Ein Anzug, kompletter Anzug. Für 10 Euro kriegst du hier. Und die Leute, das Ding ist voll, ey. Wie läuft das denn ab? Ja, Junge, ich kann da nicht. Eins sage ich hier. Ich will nicht wissen, weil da muss man sich schon Gedanken machen, warum das hier so billig ist. Wenn man das fresse, die Currywurst schon dürre ist wie die T-Shirts hier. Da muss man sich echt Gedanken machen, Junge. Wo kommt das denn her? Ja, da steht ja nicht drauf. Ich habe extra geguckt, wo der Scheiße herkommt. Da steht nicht drauf, die verarschen ja auch noch die Leute. Guck hier, steht nichts drauf. Nichts steht hier drauf, guck. Siehst du irgendwas? Nee. Gar nichts steht drauf, wo was herkommt. Wer weiß, wo das herkommt, der ganze Scheiße. Ehrlich, das ist krass, ne? Also, das hätte genau 2 Euro gekostet. 2 Euro, ich stehe hier im Hörens. Da kriegst du 2 Eisbällchen für. Das ist doch nicht normal, ne? Oder wir haben hier jemanden. Was ist das da? Er will ein Foto machen, ein Fan von dir. Ja, können wir später. Machen wir gleich. Ich muss mich gerade hier entlasten hier. Ich bin in Schock hier. Komm, mach das Foto schnell. Mach das live. Ich mach das. Ja. Soll ich daneben? Also, halt fest. So. Ja. Schon auf jeden Fall. Er hat schon ein paar Unfälle gehabt mit dem Handy, ne? Ich ja, drauf. Ja. Also, muss ich umdrehen, ne? Ja. Machen wir. Mach das kurz. Ja. Den gehst du auch einkaufen? Ja, ja, ich bin mal halt mit dem Schild daneben. Jetzt musst du den ganz voll machen, das ja, für die Frage. Okay, meine Fresse, Mann. Was ist das dann? Ja. Oh. Hey, haben wir hier so einen Patienten, der geht hier einkaufen. Das ist immer noch, ist schon wieder falsch rum, ich sehe mich selbst. Ei. Das ist keine Verzerrung. Was ist das für Handy? Das ist ein Spezialhandy. Nee. Ich mach die Dinger immer kaputt. Ja, Mann. Ja, aber Jan hat uns anständig Handy gemacht. Ja, ja. Gibt's ja auch hier Handys für 2 Euro. Okay. Ja, muss ich rüber. Ja, Jan hat im Keller. Ja. Größte Plastik-Handy. Kein Problem. Ciao, wir sehen uns. Wir sehen uns. Schön, liebe Jungs, hau rein. Ja, auf jeden Fall. Wie bitte? Ja, können wir gerne machen. Und hör uns, das ist ja nicht normal. Die Jungs in Kuh, sie sind mit was für Täschchen hier drin, Jungs. Wow, Lecko Fanny, Jungs. Also 2 Euro und das kommt nur 50 nicht, Euro. Das ist eine Möbelware. Da haben wir schon ein Foto machen, ne? Okay, ich bin ruhig. Ja. Wunderbar, ne? Ja. Wunderbar. Ja. Ich stehe noch nicht nach Fisch. Ne? Ja, ich rieche noch nicht. Ich bin schon hier Russe. Russe wie der Russe. Ein sehr schönes Aroma, ich rieche es schon. Was nimmst du mit Parfüm? Nein. Ja, ebenso, ne? Kein Problem. Ciao, ciao. Ja, selbstverständlich. Mein Lecko. Gut, was ist denn hier los? Was auch hier einkaufen? Ja, klar, guck. Und bist du zu, wir können das so machen wie die anderen Mädchen immer so. Ja? Ach, das ist so ein Mädchenbild machen wir. Ja, so, dann musst du so halten. So? Also, jetzt machst du Werbung. So, so, gucken. Ja. Ich habe aber nicht so eine Kunde. Hör mal, wo hast du dir ein Opiado so? Ist das da? Ey, Moment mal. Ja, du weißt ja gerade, was du mir erzählst. Ja, klar, gut. Ja, geht. Auf jeden Fall hören uns. 2 Euro. Okay? Ja, klar, ich habe noch nicht gesehen. Ah, so, okay. Ey, 2 Euro. Und das 2 Euro, wo kommt das her? Wo wurde das hergestellt? Ja, steht ja nicht drauf. Wer weiß, wo das herkommt? Ich schwimme hier. Wie bist du jetzt auch gekommen, hier hinzukommen? Was war denn noch? Erzähl mal. Ja, pass auf. Ich habe das ja im Fernsehen mit dem Hilferuf, mit dem, was da hier drin steht, in dem T-Shirt, ne? Ja. Was war denn da mit dem Hilferuf? Ich bin überhaupt nicht im Bilde. Ja, da haben die, da hat einer Hilferuf, weil das zu billig ist, die Leute nicht bezahlt werden und alles so eine Scheiße. Und dann wurde das hier drin und da bin ich hingegangen. Hast du geguckt? Ich wollte das nicht wissen. Er hat bei mir schon nichts drin. Weil er ist ja wieder kaputt gemacht. Nee, ist okay. Also. Läuft. Kurz Testbild gehabt. Ja. Was ist, Liebchen? Super. Geil, schön was? Geil. Super. Ja, also, schön. Du, warst, ne? Du bist jetzt dreimal unterbrochen worden. Auf jeden Fall. Was war da genau? Pass auf, ganz einfach. Da war ein Schildchen in einem T-Shirt, haben Leute gefunden. Da steht Help oder Hilfe drauf. Ne? Ja, das kann ich doch nicht sehen. Ja, und das wollte ich jetzt mal wissen vor Ort. Ich wohne hier hin und her. Ich denke, ich komme jetzt hin, vielleicht finde ich ein T-Shirt. Ich habe jetzt keins gefunden. Aber ich habe nicht gesehen, dass man ein T-Shirt für 2 Euro kriegt. Was normal ja nicht geht. Allein der Stoff, die Herstellung. Und was hätte das Ding gekostet? 50 Cent, 10 Cent in der Herstellung? Und dann noch Mehrwertsteuer? Und dann kommt der Mehrwertsteuer, der Staat, der greift auch nochmal ab. Was kostet das Ding dann wirklich? 1 Euro oder was? Und Transportkosten? Ja, alles, was da dran hängt. Und wer hat es hergestellt, wer hat es gemacht?
Ja, wo wurde die gemacht? Wahrscheinlich Pins oder Leute, die nicht bezahlt werden. Ein Drittländer und so hier. Kann doch nicht Sinn. Wir sollen uns echt was schämen, dass wir die Scheiße hier kaufen. Kann doch nicht Sinn, dass für einen Körper, wo ich mich bezahlt habe, für so eine Lappe hier. Ja. Was machst du jetzt mit dem Lappen? Da kann ich ja sagen, du schon Ware, der du nicht durchreißen. Pass auf, zeig ich jetzt, was ich mir mache. Pass auf, zeig ich. Guck mal. Das ist ein Lappen hier, ne? Deutscher Adler. Ja, sehr schön. So. Dann mach ich dann so. So, mach ich dann so. Das mache ich dann mit. Ja. Nimm ich als Lappen, nur eine Ware damit polieren. Und guck der Öl noch. So, das mache ich damit. So. Kontrollierst du den Ölstab damit? Ja, dann ich meine Ölstab, guck ich im Auto und guck da mal. Da guckst du, ne? Ja, das kann man auch mit dem billig Scheiße machen hier. Ja. Hier, machen wir jetzt Currywurst essen hier? Jetzt haben wir Currywurst fressen, Junge. So, die Tüte nehme ich uns mit. Okay. Sieh mal die Currywurst. Ne, ich weiß, was ich jetzt mache. Schon jetzt, dran ist an. Schon, ich habe eben die Schatz gekauft. Gucken Sie mal. Ich wollte das anprobieren, ist das kaputt gegangen? Du, der Lappi. Zlure, vielleicht schaust du das über. Ich habe eine Rechnung hier noch. Ehrlich. Ja, geil, ey. Wei, Lur. Schau dir ganz. Hey, Lur. Das ist ein Beleg, hast du noch? Ja, den Beleg hast du noch. Das ist ja Garantiedruck, ne? Stimmt. Ja, wie? Ich bin ja gerade in Russland gekommen, was da hat. Ja, wie? Wei, leck mich am Arsch, ey. Das ist ja keine Verzählung für uns. Ja, jetzt hier mal Körper, ich weiß hier. Alles klar.